Heute schauen wir uns mal grob die rechtlichen Themen Impressum und Datenschutz an. Denn ich werde super oft von euch auf Instagram gefragt, was es denn rechtlich zu beachten gibt, wenn man seinen Blog bzw. eine Webseite startet. Falls du gerade neu auf diesen Kanal hier gekommen bist, hey, ich bin Sina, Foodbloggerin und Social Media Beraterin. Und auf diesem Kanal hier erzähle ich alles rund um die Themen Bloggen, Social Media und Selbstständigkeit. Kleiner Disclaimer vorab, ich kann hier natürlich keine Rechtsberatung machen, aber ich kann euch Tipps und Tricks geben, wo ihr nachschauen könnt und euch meine Erfahrungen mitteilen. Generell kann man davon ausgehen, wenn ihr mit einem Blog startet, dass ihr das nicht nur für Freunde und Familie macht, also rein privat, sondern dass ihr damit ja auch eine breite Masse erreichen wollt. Und deshalb fallt ihr unter das sogenannte TMG, das Telemediengesetz, was es zu beachten gilt. Wichtig dabei ist, und das wissen glaube ich sehr viele nicht, ist es, dass ihr ein Impressum auf eurer Seite angebt, selbst wenn ihr noch kein Gewerbe angemeldet habt. Das werde ich übrigens auch öfter gefragt, wann muss ich ein Gewerbe anmelden? Dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Außerdem müsst ihr eine sogenannte Datenschutzerklärung angeben, denn ihr sammelt ja Daten auf eurem Blog. Sowohl Impressum als auch die Datenschutzerklärung könnt ihr mit sogenannten Generatoren erzeugen. Das heißt, ihr braucht da keine Ahnung von Rechtstexten haben und die irgendwie in einer Art und Weise selber schreiben, sondern ihr gebt dort all eure Daten an, es wird ein Text generiert, ein Rechtstext, der vorgegeben ist und ihr braucht es dann nur noch auf eurem Blog einbinden. Zum Einstieg gibt es da kostenlose Versionen wie zum Beispiel eRecht24.de, das verlinke ich euch auch unten nochmal in der Infobox. Ich persönlich bin bei der IT-Rechtskanzlei und zahle da einen kleinen Beitrag im Monat, das ist wirklich nicht viel, irgendwas zwischen 5 und 10 Euro. Ich finde es aber toll, dass es solche günstigen Varianten gibt und man da nicht extra einen Anwalt irgendwie für beauftragen muss. Was genau in dem Impressum und in der Datenschutzerklärung stehen muss, darauf möchte ich hier gar nicht eingehen, weil das mit diesen Generatoren eben erledigt wird. Seitdem die DSGVO in Kraft getreten ist, gibt es noch viele weitere Themen zu beachten. Ein sehr wichtiger Punkt, das ist euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen, ist, dass ihr ein Cookie-Opt-in nutzt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Websites geht, kommt immer so ein kleines Pop-up, entweder unten am Rand oder sehr prominent in der Mitte, wie bei mir zum Beispiel auf dem Blog, wo einmal vom User bestätigt werden muss, dass ihr die Daten verarbeiten dürft. Denn ohne dass ihr es wahrscheinlich wisst, werden auf eurer Webseite sehr, sehr viele Daten gesammelt. Das fängt schon an bei WordPress, wenn ihr dann Google Analytics zum Beispiel nutzt, um eure Zahlen zu sehen. Das ist übrigens eine große Empfehlung von mir, damit ihr einen Überblick über euren Blog habt, wie viele Seitenaufrufe der hat, wie der wächst und wie der überhaupt gefunden wird. Dann sammelt ihr aber darüber Daten über eure Nutzer. Und darüber müsst ihr die Nutzer aufklären, was in der Datenschutzerklärung passiert, aber ihr müsst noch einmal die Einwilligung dazu einholen und dafür ist eben dieses Cookie-Opt-in da. Dafür gibt es ebenfalls kostenlose Varianten. Ich persönlich nutze Borlabs Cookie, heißt das, glaube ich. Kann ich euch auch gerne unten in die Videobeschreibung packen. Dann habt ihr das alles gesammelt und könnt da nachschauen. Und dann geht es weiter über Kommentare, die ihr freigeschaltet habt auf eurem Blog. Also, dass jemand einen Kommentar da lassen kann, wenn ihr ein Newsletter habt und so weiter. Das sind alles Daten, die von dem Nutzer gesammelt werden. Also zum Beispiel der Name oder die E-Mail-Adresse, die ja im Newsletter oder in den Kommentaren abgefragt werden von euch bzw. von eurer Website. Dafür müsst ihr die Einwilligung einholen. Das ist zu Beginn erstmal sehr, sehr viel und erschlagend. Ich möchte euch aber sagen, dass das wirklich nicht schlimm ist, wenn man die entsprechenden Tools nutzt. Ja, in den meisten Fällen kostet es dann ein paar Euro, aber ihr seid dann auch auf der sicheren Seite. Wenn du das Video bis hierhin hilfreich und informativ findest, dann abonniere doch jetzt schnell meinen Kanal, damit du die nächsten Videos zum Thema Bloggen nicht verpasst. Wir können uns gerne mal bei mir bei der IT-Recht-Kanzlei einloggen und ich zeige euch mal, wie das so aussieht. Ich habe da keine Kooperation oder sowas mit der IT-Recht-Kanzlei, sondern ich möchte euch einfach ein bisschen die Angst nehmen, wenn ihr wirklich vorhabt, euch einen professionellen Blog, der auch rechtssicher ist, aufzubauen, dann solltet ihr da wirklich ein paar Euro investieren. Wenn man hier zum Beispiel auf Impressum geht, dann kann man das Ganze konfigurieren. Man trägt hier einfach seine Daten ein und wird einfach noch ein paar Sachen gefragt. Wenn ihr mal nicht wisst, was damit gemeint ist, kann man immer auf diesen Infotext klicken. Das finde ich hier mega gut. Und zur Not kann man auch auf dem Blog von der IT-Recht-Kanzlei nachlesen, denn da gibt es wirklich zu allen möglichen Themen ausführliche Artikel. Wenn man sich den Datenschutz hingegen anguckt, gibt es ein bisschen mehr auszufüllen als beim Impressum. Und hier werdet ihr alles Mögliche abgefragt zum Thema Hosting. Hier ist zum Beispiel auch interessant, da seht ihr nämlich immer, welche Anbieter riskant sind bzw. für die DSGVO so ein bisschen gefährlich. Wenn es jetzt ums Thema Hosting geht, könnt ihr sehen, dass zum Beispiel Anbieter wie Weebly, Wix, Shopify oder Squarespace
hier abgefragt werden. Das heißt, wenn ich das nutzen würde, müsste ich hier jetzt Ja auswählen. Und dann wird hier nochmal ein Hinweis gegeben. Achtung, Risiko durch rechtswidrigen Datenverkehr in die USA. Das heißt, ihr braucht da wirklich gar keine Ahnung zu haben. Ihr braucht nur zu beachten, dass ihr vielleicht dort nicht unbedingt hostet. Aber zum Thema Hosting habe ich euch ja auch schon meine Empfehlung abgegeben. Da habe ich ein Video zu gemacht, das könnt ihr euch hier angucken, wo ich meine Webseite hoste. Ich mache das Ganze bei WebGo und nutze dann WordPress als Blog-Software. Die ist ja kostenlos. WebGo sitzt innerhalb Deutschlands, also hier in Hamburg bei mir in der Nähe. Deswegen finde ich es eh super cool. Und wie gesagt, ich habe das alles erklärt in dem Video. Könnt ihr reinschauen und seid damit auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr könnt auch gerne nochmal auf meiner Webseite Foodblogger werden schauen. Da kann ich euch das Opt-in zeigen für die Cookies. Das nennt sich Borlabs Cookie. Und ich möchte euch jetzt einmal hier zeigen, dass ihr hier bei den Cookies zum Beispiel Google Analytics angeben könnt. Das heißt, ihr verknüpft das dann mit eurer ID und es wird dann entsprechend in diesem Pop-up wird das Ganze mit eingebunden angezeigt. Und ja, somit seid ihr dann auf der sicheren Seite. Der Nutzer bekommt dann also die Info, dass auch Daten über Google Analytics angezeigt werden und hat dann immer die Möglichkeit, das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber es gibt nochmal die Unterscheidung zwischen essentiell, externe Medien, Marketing und so weiter. Und essentiell ist zum Beispiel dann sowas wie die Borlabs Cookies, also die Cookies von Borlabs Cookies, weil das ja permanent eingebunden ist, also immer. Google Analytics wird auch immer genutzt auf eurer Website. Das heißt, wenn der Nutzer da nicht zustimmt, kann er eure Webseite theoretisch gar nicht nutzen. Andere Sachen wie zum Beispiel YouTube, also wenn ihr ein YouTube-Video einbindet auf eurer Webseite, das würde dann erstmal nicht laufen, nicht angezeigt werden. Wenn der Nutzer aber vorne zustimmt, also sagt, ich muss mal gerade gucken, was dann da steht. Ja, meine Cookies wurden jetzt schon abgerufen, das heißt, ich gehe hier einmal in meinen Cache. Sorry, wenn es jetzt zu technisch wird. Aber ich sage jetzt hier einmal, ich möchte die Cookies entfernen, damit ich sozusagen als frischer User nochmal neu auf meine Webseite komme. Und dann wird mir dieses Pop-up angezeigt. Ihr seht das hier, Datenschutzeinstellung. Und hier ist essentiell angehakt. Wenn der Nutzer jetzt sagt, alle akzeptieren, dann werden die essentiellen, aber auch die anderen Sachen wie zum Beispiel YouTube und so weiter akzeptiert. Ich mache das jetzt mal. Und jetzt würden auch die YouTube-Videos abgespielt werden automatisch. Ich kann auch sagen, nur essentiell, gehe auf Speichern. Das heißt, jetzt würden die YouTube-Videos erstmal blockiert werden, also nicht angezeigt werden. Das könnt ihr hier sehen. Jetzt möchte ich euch noch einmal ganz kurz zeigen, wo ich die Dinge auf meiner Webseite einbinde. Wenn man einmal ganz unten in den Fußbereich scrollt von der Website, dann ist da einmal das Impressum und Datenschutz eingebunden. Das heißt, es ist von jeder Seite aus mit einem Klick erreichbar. Und wenn man draufklickt, ja, kommt man dann eben auf die entsprechende Seite, Impressum und Datenschutz. Und wenn ich zum Beispiel auf meinen Blog gehe und mir mal den Beitrag anschaue, dann ist das Ganze auch unten eingebunden. Das heißt, es ist einfach immer mit einem Klick erreichbar. Ich möchte das Video jetzt auch gar nicht zu lang ziehen und zu technisch werden, aber ich hoffe, die Themen haben dir weitergeholfen und dir einen guten Einblick gegeben, dir auch die Unsicherheit genommen, denn du siehst, das ist gar nicht so schwer, wenn man weiß, mit welchen Tools man arbeiten kann. Alle Webseiten zu den Tools habe ich dir, wie gesagt, unten verlinkt und schau dir auch gerne noch im Anschluss das Video zum Thema Blog erstellen an, wo ich dir auch etwas zu meinem Hosting-Anbieter verrate. Das Video findest du hier.